Basel. Bitte, bitte schön. Dankeschön, tschüss. Bis dann, so. Okay, dann schauen wir mal, wo der Tim ist. Uff, das ist aber ein bisschen hell. Das muss ich jetzt mal ein bisschen verstellen, oder? So. Okay. Schon viel besser. Boah, die Sonne scheint ja mega. Und ich habe irgendwie keinen Bock, eine Sonnenbrille aufzusetzen, weil ich trage nie Sonnenbrillen, so wirklich. Ich mag das nicht so. Finde ich nicht so top. Und ich weiß nicht, eigentlich sollte Tim jetzt irgendwo hier sein, aber ich sehe ihn irgendwie nicht. Ich habe ihm eigentlich gesagt, vom NYX Shop, aber I don't know. Okay, egal, ich muss ihn erstmal kurz anrufen. Ich finde es immer so strange, ich laufe hier alleine mit so einer Kamera rum. Und ich weiß nicht, die meisten Leute gucken mich dann immer so ein bisschen blöd an. Was macht die denn da eigentlich? So, callen wir mal den Tim. Yo, Tim, wo bist du? Wie? Ich bin beim NY... Ach so, warte, okay, ich bin auch da. Warte. Er sagt, er glaubt, er sieht mich. Ja, nee, da hast du dich verguckt, wa? Das wird's. Und da hält der Tim Ausschau nach mir. Sieht super aus, ne? Ach so, ja, hör mal auf. Hallo, was geht? So, oh. Hallöchen. Kiss, Baby. Hä, was ist los? Ey. Guck mal, der freut sich aber. Ja. Jetzt haben wir hier... Geht. Das ist Timmy auch mit dabei. Ja, sollen wir jetzt frühstücken schon mal gehen? Ja. Okay, dann müssen wir jetzt in die U-Bahn hier rein. Hast du schon gesagt, wie spät es ist? Dass wir jetzt erst frühstücken? Es ist 14 Uhr. Aber es ist nicht so schlimm, da ist den ganzen Tag lang ein Frühstück, deswegen ist es ganz fresh. Guck mal, flowing my hair. Ey, guck mal, ich habe mir heute so Fake-Dings gemacht. Fake was? Fake Lashes? Nein, wie heißt denn das nochmal? Sommersprossen. Oh, stimmt. Ihr seid on point, wa? Ja, richtig. Ihr seid on point, ey. Ja, also, so sieht unser Montag jetzt manchmal aus. So, so selten, also meistens wollen wir rausgehen und dann meldet sich keiner von uns. Immer so, ey, wir müssen wieder zusammen chillen. Und dann, wenn es soweit ist, wenn wir sagen, ja, okay, dann lass uns nächsten Mittwoch chillen, dann haben wir nächsten Mittwoch so, dann meldet sich keiner, weil du selber keinen Bock hast. Ja, Mann, ich denke mir nur so, oh Mann, ey, eigentlich bin ich ja mit Tim verabredet, aber nicht, dass der jetzt schreibt, ne? Aber genau, das denke ich mir dann auch. Ja, Mann, immer so, oh. Yes, so, Berlin Alexanderplatz, warte, nach, ja, wir müssen in die U-Bahn. Und wir müssen auch einmal umsteigen und ich will mich unbedingt hinsetzen. Ich habe gar keinen Bock zu stehen. Ich habe keine Lust zu stehen. Natürlich. Ja, mach ich. Bin dabei. Will ich sehen? Ja, setzen Sie sich mal daher. So ist das. Was für ein scheiß Montag. Erstmal 14 Uhr frühstücken. Was für voll der gute Probleme. Montag. Das ist voll der Top-Montag. Ich habe keinen Kackbeutel dabei. Echt kritisch sein. Enzo? Ja, Enzo war gerade. Der ist in U-Bahn-Schacht gekackt. Ja, der scheint. Es gibt noch genug geile Liebe, okay? Ja, also ich hab mich mal da oben raufgesetzt einfach. Ja, so krass bin ich jetzt nicht drauf, ne? Und ich wieg ein bisschen mehr. Warte. Der weiße Mann da, der wird uns gleich noch hinterher gucken, ob wir irgendwie Scheiße bauen. Ups, das ist jetzt. Irgendwie. Enzo hat hingekackt, Alter. Wo? Da. Kackt im Gehen. Oh, scheiße, komm, lass mal weiter. Enzo, komm. Enzo, komm. Oh, scheiße, Enzo, Mann. Siehst du, das habe ich doch gerade gesagt, dass ihm das scheißegal ist. Und der kackt einfach überall. Enzo. Das haben die auf Kamera. Oh, scheiße. Leute, normalerweise habe ich eine Kacktüte dabei. Ich wusste, dass das passiert, Mann. Aber egal, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber wenn wir so im Restaurant sind, kackt der nicht, oder? Nee, jetzt hat er ja schon. Ich weiß gar nicht, ob da dürfen da Hunde rein, ey. Offenbar. Dann setzen wir uns nach draußen. Ja, wenn nicht, setzen wir uns nach draußen. Das ist sowieso schön. Okay. Wir müssen mit der U1. Okay, warte mal. Oh, siehst du, hier ist auch voll da schön. U1 war schon mal. Sitz. Okay. Okay, das war jetzt gut. Okay, warte, wir müssen... Nein.
Nein, wir müssen die andere. Ja, wir gehen jetzt frühstücken. Wir müssen die andere U-Bahn nehmen. Habe ich alles dabei? Ja. Habe ich mein Handy? Ja. Du weißt doch, ich lasse mein Handy jetzt so da liegen und der heiße Mann, denn der sieht das hier später. Ja, der Jugend von heute. Du seid ihr, da kannst du dir gleich ein neues Handy kaufen, weil das hat jetzt, das ist Karma. Also ist das schön von uns, dass du draußen sitzt, ne? Das ist voll chillig. Mach mal. Ja, Digga, ich sehe. Das ist heute hier. Kilo, aber hier. Nein, das ist voll easy. Gib her, Enzo. Ich wiege 80 Kilo, Digga. Das ist nicht so schlimm. Warte, ich halte mein Handy bereit. Was machen wir, wenn das runterbricht? Das bricht nicht runter. Wenn nicht die U-Bahn kommt in einer Minute, dann fahren wir schnell weg. Okay, los. Das ist halt gehalten, Alter. Siehst du? Hab ich doch gesagt. So haben wir schöne Fotos. Ja, ist nice. Aber das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Ohne Cap am besten und ohne Jacke. Ja, genau. Okay. Okay, Chop, wir müssen. Ich habe gar keine Fahrkarte, Alter. Was? Warte, ich kaufe mir eine. Ich habe per. Das habe ich voll vergessen. Ich kaufe mir jetzt soll eine. Soll ich die Ernstessen hier wegnehmen? Ja, warte. Hallo. Oh, das wäre es jetzt gewesen, ey. Das wäre jetzt so eine Fahrkarte von früher. Genau, dann. Nee, ich kaufe mir jetzt per BVG-App einfach eine Fahrkarte. Kennst du das? Leuchtet? Achso. Ich dachte, dein Akku ist leer. Nein, das wäre jetzt voll schade. Guck mal, ich kaufe mir jetzt hier so ein Ticket. So Einzelfahrausweis. Okay, weiter zum Login. Jetzt habe ich mein Passwort vergessen. Tja, ich habe inzwischen ein Ticket gekauft, ne? Weil ich wurde schon dreimal kontrolliert ohne Ticket und ich musste einmal, weil ich dachte so, okay, es fällt nicht auf, wenn ich mal nicht das bezahle, musste ich einmal das Doppelte direkt zahlen. So. Dann kam eine Mahnung und ich musste direkt 60 Euro mehr zahlen als normal. Ey, ups, ja, das ist... Mit Face ID ist das? Ja. Das ist ja cool. Ich kann auch mit Face ID, wenn ich jetzt mein, wenn ich, keine Ahnung, das kaufe, dann kann ich per Face ID kaufen. Internet. Aber jetzt habe ich ein Ticket gekauft. Und jetzt sieht so mein U-Bahn-Fahrticket aus. Beim Restaurant eigentlich mit Karte zahlen? Ja, kann man. Ich habe auch gar kein Bargeld bei. Sehr gut. Das kann man mit Karte zahlen. Karte zahlen. Da kannst du mit Karte zahlen, mein Freund. Hey. No problem, no problem. Everything is alright. Melissa hat jetzt ein Uber bestellt. Jetzt gehen wir los zum Essen. Wir brunchen einfach erstmal so um 14, 15 Uhr. So, wir müssen jetzt ist das unfassbar. Hier auf die andere Seite gehen. Ey, Boss up, nigga, Boss up. Ich hab so ein neues Lied, das ist voll mein Song jetzt, warte. Ey, Melissa, wir müssen mal einen eigenen Song machen. Digga, ja. Weißt du noch, beim Schlittschuhfahren? Digga, das müssen wir echt ernst nehmen. Ey. Ey Leute, wir fragen einfach deine Community, okay? Ja, okay. Freunde, wollt ihr von Melissa und mir mal einen eigenen Song hören? Die Leute, sollen wir einen eigenen Song machen? Leute, ich hab da voll Bock drauf. Und nochmal, wir haben da letztes Jahr beim Schlittschuhfahren so drüber gescherzt. So. Ja. Und ich finde aber, das sollte man echt mal in Angriff nehmen. So wie lustig, man, so ein Bosses-Bitch-Song. Ey, was? So. Ich hab voll den Ohrwurm von diesem Song. Warte. Wo kommt es? Mann, ich hab voll den Ohrwurm. Boss? Ja. Halt mal das hier. Bist du wie Hund? Ja, das ist halt voll der Melissa-Song, ne? So ein bisschen Dominikanische Republik. Yeah. So, und hier jetzt noch so einen kleinen Mimosa, ne? Zum Nachmittag. Wir gönnen uns halt, ne? Warte. Wir müssen anstoßen. Ja. Genau. Enzo sitzt. Okay, oder? Ja. Wir haben jetzt voll lange auf unser Essen gewartet, aber es ist jetzt endlich da.
Ja, also ich gehe voll gerne hier essen und ich hole mir eigentlich immer so ein englisches Frühstück mit so Bohnen, ein Ei, Bratkartoffeln, Bacon und so eine Bockwürste, so kleine. Das ist voll lecker, ne? Okay, wir waren jetzt frühstücken und es ist jetzt 17 Uhr, jetzt sind wir fertig mit Frühstücken. Hier wird gleich um 23 Uhr Mittagessen. Polaroid? Was? Das ist ein Polaroid? Oh, cool, guck mal, komm, wir lassen ein Polaroid. Ja, komm, wir machen ein Polaroid-Foto. Okay. So, wir machen jetzt Polaroid-Fotos. Muss man sich hier anstellen? Ich weiß nicht, kostet das Geld? Ich glaube, das kostet kein Geld. Auf jeden Fall habe ich kein Bargeld. Falls ich hier mit Karte zahlen kann, ist okay. Kann man mit Kooperationsbasis irgendwas regeln? Keine klar. So. Okay. What's good, what's good, what's good? Wir müssen uns hier anstellen so ein bisschen, ja? Anstellen? Ja. Aber ich will auch so eine Kamera haben. Schau mal. Ich habe so eine. Ich habe so eine blaue davon. Ich will aber so eine große. Ich hätte voll gerne so eine große, weißt du? Sowas ist aber cool. Hier sind so ein Kit. Eine Frage stellen. Ja. Ihr seid nicht unbekannt. Weil ich sehr gerne in Berlin Tag und Nacht schaue. Ja. Dürfte ich ein Berlin Tag und Nacht machen? Berlin Tag und Nacht? Ja. Wie? Wirklich? Ja. Nee, also. Aber wir sind ja immer, wir sind ja, hier. Das geht, nicht. Geht ja, gar okay. nicht, das hat ja gar nicht funktioniert, nee, ey. Gar nicht. Oh mein Gott, gedacht, ja. Dass, wenn wir angesprochen ja, werden, genau. So tun, als wären wir das nicht. Aber ja, das aber ist das ja anders. Funktioniert ja. Irgendwie nicht. Also, wir tu einfach mal so, ja, okay, gut, dann gehen wir jetzt. Ja. Nein, wir sind nein, nicht von Berlin Tag und Nacht. Ja. Mit anderen Menschen. Aber ihr seid sehr hübsch, da habe ich trotzdem irgendwie. Ja, ja natürlich, na dann. Schwein gehabt. Okay. Wie schlecht. So. Okay. Danke. Nee, ich meine von uns das, auch. Das ist der Enzo, der kommt mit drauf. Guter Mann. Okay, das war krass peinlich. Das war richtig peinlich. Das hat gar nicht funktioniert. Das hat gar nicht funktioniert, das war voll trashy. Guck mal, die drängen sich ja alle vor. Ist so. Ich hasse das, wenn Leute voll drängen. Ich mag das gar nicht. Ja, das war toll, ja, aber. So, hier. Wow. Viel Spaß noch. Danke. Bye, bye. Okay. Okay, guck mal, wie unsere Fotos aussehen. Das ist aber nicht so eine gute Kamera. Guck mal, wie verwackelt das ist. Ja, das ist schon ein bisschen strange, ne? Ja, aber ist okay. Zum Aufbewahren geht's ja klar. Ja, so aber Erinnerung. Nicht zum Posten. So Erinnerung ist aber jetzt nichts zum Hochladen. Also, das war jetzt auf jeden Fall kein so guter Fotograf. Das war keine gute Kamera. Und die Kamera war jetzt anscheinend auch nicht so. Soll ich das bei dir in deine Tasche reinpacken? Ja, warte kurz. Wollen wir nach oben fahren? Wo sollen wir jetzt hin? Ja, okay, wir können nach oben fahren. Bershka Stage ist hier voll nice, ne? Was ist nice? Bershka Stage. Oh, wir schminken dich bei Mac. Was? Komm, los, das kann man machen. Los! Man labert jetzt. Doch, 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 man kann sich da schminken lassen. Okay? Also, wenn ich du wäre, würde ich jetzt zu Mac gehen. Wir schminken uns, wir wollen jetzt. Ja, okay, okay, ja, okay, 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 okay. Okay, aber halt, stopp, nichts, was mein Make-up versaut, okay? Hey, nee, hör mal auf. Du bist nicht geschminkt. Digga, ich komme mir gleich geschminkt aus der Alexa raus und ich kenne immer noch Leute da draußen, ja? Aber du bist nicht geschminkt, ich habe wohl mein Make-up ist heute voll gut geworden. Digga, ich sehe gleich aus wie Marvin Magnificent, ey. Das ist safe, wenn du. Ja, it's not so, ja. Yeah. Ja, aber nur meine Schminke nicht heute. Ja, okay, dann okay. Ich lass mir was anderes einfallen. Okay, genau. Schlimmer wird. Genau. Kannst alles genau. machen, aber bloß einfach nicht, dass mein. Mädels, ihr wisst, wie das ist, wenn du dein Make-up heute voll gesetzt hast und es gut geworden ist und es hält auch lange gerade und dann willst du es einfach nicht loswerden. Okay, warte, hier ist der Mac-Store. Aber als ob die mich jetzt was schminken. Doch. Doch, wir machen dir so Augendings. Du kannst dir so Lidschatten machen. Was, Digga? Warte. Okay.
Jetzt müssen wir zu so einem. Guck mal, das ist noch ein weiterer, das ist auch noch der Maxstore. Das ist noch ein Maxstore? Ja. Was? Ach nee. Nee, das so, ist nicht der Maxstore. Da, okay. Ist ja klein hier. Ja, dann geht's also leider nur, nicht. Wir können ja nur ein bisschen Schminke testen. Ich kann das ja auch machen. Okay, was soll ich jetzt machen? Ja, genau, du setzt dich jetzt schon mal hier hin. Jetzt erkennen mich hier Leute mal. Ernst hier. Okay, warte. Hier, du musst jetzt die Kamera halten. Und, Warte, wir müssen jetzt so ein Make-up-Video machen. Warte. Hey, wie geht's? Hey, was geht's? Na, wie beim Make-up-Shop, oder was? Ja, ich wollte kurz dahinter sein, ne? Ach so. Ja, Willst du dein Instagram mal pushen? Du kannst also, kannst jetzt hier dein Instagram pushen. Du kannst jetzt auch dein Instagram pushen. Und wenn ihr jetzt ganz krass seid, dann macht ihr euch jetzt einen Lippenstift drauf und dann lauft ihr damit so rum. Ich danke Ihnen sehr. Ja, komm schon. Ihr wollt das doch auch nicht. Ja, ja. Ich habe auch gesagt, dass ich mich schminken werde, deshalb es passt sehr so gut. Wir kommen aus Neukölln, wir machen sowas nicht. Nein. Da macht man sowas nicht. Also, ich mach dir einen schönen Lippenrot. Guck mal. Ja, also wenn du roten Lippenstift drauf hast, dann markiere ich deinen Instagram-Kanal hier drin und dann kriegst du ganz viele Follower. Was? Okay. Ich mach sogar okay. Aber ein bisschen so, ja? Ja, okay. Let's go. Nein, 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 nein. So wollen wir nicht übertreiben, ne? Das ist geil. Das erste Adidas. Oh Gott, ey. Die. Aber muss schon richtig knallig sein. Ja, ja, genau. Oh mein Gott. Ja, ich grüße dich auch. Das macht dir nicht wirklich. Aber schön ordentlich auftragen, ne? So, warte. Das ist ein YouTube-Video. Ach, Leute. Ich weiß schon, in der Kölner Regeln macht man das sowas eigentlich nicht, ne? Nein. Straßenregel, kein Lippenstift. Jetzt nochmal. So. Ein bisschen so verwischen. Okay, zeig mal her, mein Lieber. Ja, Mann. Und jetzt kannst du dein Instagram pushen. Jetzt, wie heißt du bei Instagram? Ahmed BMW, kannst du schreiben so. Danach so, ja. Das ist schon peinlich, ja. Oh mein so, Gott. Wer ist der Nächste? Okay, Ahmed BMW, folgt ihn auf Instagram. Ich blende seinen Kanal dafür, dass er das gemacht hat, unten ein. Und jetzt, ich glaube, jetzt lassen wir die Mac-Mitarbeiter in Ruhe, ja, und gehen jetzt mal lieber. Ich glaube, die hassen uns. Ich bedanke mich noch, ne? Ciao, ciao. Scheiße, ey. In den Mix-Song, ich habe jeden Fall nicht nochmal. Wir haben ihn da so ganz viel. Aber Digga, jetzt muss ich das nicht mehr machen. Danke, ja. Melissa, Alter. Jetzt hat der jetzt nein, alles Instagram gut. Das ist noch so ein Kiko-Shop. Ja. Melissa, du musst das war so witzig. Wenn du jetzt denkst, so nach Motto machst, ja, wer würde eher, wer würde eher. Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt schminken lassen, dann musst du aber damit rechnen, dass du gleich eine krass peinliche Aufgabe bekommst, ja? Oh, ja, das okay. Das musst du dann schon rendieren. Wenn ich so krass peinliche Sachen machen muss, dann musst du das auch machen. Okay, gut. Okay. Die Frage ist jetzt was, ne? Dass sie das auch gemacht haben, Digga, was? Was, Alter, da hat wirklich. Push auf Instagram. Der hat einfach. Weißt du jetzt nicht. Der kommt aus Neukölln? Ja, also ich würde sagen, alle seine Bros werden jetzt auf jeden Fall sagen: Ey, Digga, bist du geil oder was? Digga, TÜV! TÜV! Tschüschlern. Lustig. So. Ey, das war aber wirklich geil. Das war richtig lustig. Aber ich glaube, die Mitarbeiter da, die haben sich jetzt nur so gedacht: so, boah, Alter, was machen die da in dem Laden? Die denken so: Scheiße. Katastrophen. Jetzt hier oder was? Jetzt hier werden wir dir ein bisschen. Wir werden jetzt aber vorher fragen. Ja, klar. Ja. Da ist noch ein Stuhl. Achso. Warte. Take a chair. Enjoy. Relax. Okay. Ist das Ding nicht hier, man? Denn ich chill jetzt hier nur. So, warte mal. Ja, wir müssen jetzt etwas heimlich jetzt hier. So. Simrush on fire beim Fertigmachen hier. Wow. Du bist halt so eine deftige Frage für die Ausgabe, ne? Ich sag's dir. So, warte. Hey Leute, Melissa sucht jetzt hier gerade ein paar Sachen zum Schminken aus. Wir spielen jetzt
gerade, falls du noch nicht mitbekommen hast, wenn ich du wäre, genau. Und ich sag's auch geäußerlich, vielleicht ist so eine peinliche Aufgabe, Melissa stellen. Die muss auf jeden Fall gleich irgendwas in der Öffentlichkeit machen. Irgendwie so rumschreien oder so. Irgendwas Todesfeindliches. Aber, ja, keine Ahnung, ich sehe gleich safe aus wie Marvin Magnificent, aber ich sehe jetzt Enzo. Feine Maus. Das ist peinlich, Leute. Das Ding ist, wenn mich gleich so geschminkt Leute erkennen, wird das hardcore peinlich. Ich kann auch aus safe dann keine Fotos machen. Als ob ich jetzt geschminkt Fotos mit Fans mache. Okay. Melissa hat richtig Spaß. Ich sag dir ganz ehrlich. Digga, was holst denn du da gerade raus? Ich kann auch ein bisschen. So, okay, wir haben jetzt ein paar Farben. Ich kann aber, ich bin ganz ehrlich, ich kann nicht so gut schminken, wenn ich jetzt nicht an mir schminke. Aber okay, let's go. Dann müssen die Augen jetzt kaputt. Ziehen wir von hier, damit das man. Was mach ich gerade hier? Melissa, fick dich, Alter. Okay, los geht's. Versuch mir aber wenigstens ein bisschen hübsch zu machen. Augen zu, ja. Ich bin gar nicht gut darin, andere zu schminken. Oh, Eyeshadow so ein bisschen dunkleren Ton. Ja. Also man nimmt, wir benutzen jetzt hier von Kiko die Nummer 56. Oha, und der Autofokus, oh mein diesen Gott. Diesen Lidschatten hier, ja, ist krass, ne? Krasser Autofokus. So. Sieht aus, als hätte ich ein blaues Auge. Warte. Ich habe von Bibi's Beauty Palace gelernt, immer schön verblenden. Verblenden ist das A und O. Ja, ja. Okay. Die sind also, aber die sind ja echt korrekt hier, ne, dass wir das hier machen können. Ne? Hast du extra gefragt, ob die ja. Nee, ob ich mich hier schminken darf, im YouTube-Video. Dann meinte ich so, was kann ich benutzen? Meinte, das ist so draußen und so. Oha. Braun. Leute, das ist das diesjährige Deutsche Gabbana Make-up. Ich weiß nicht, ich glaube, das muss ich vielleicht mit meinem Finger verteilen. Ich weiß nicht, ob man das so macht. So, warte mal. Ich muss ja schon sagen, ich fühle mich jetzt so ein bisschen gorgeous. Babes. Okay. Wow. Melissa sucht hier gerade schon wieder ein paar Produkte aus. Hey, aber richtig chillig von diesem Store, dass wir es hier einfach machen können. Der heißt Kiko. Kiko Make-up Milano. Okay, let's go. Und jetzt geht's ja noch, ne? Weil ich meine, jetzt sind wir noch in so einem Laden drin, ne? Aber wenn wir gleich noch mal am Zellerplatz rumlaufen. Aber Tim, du hast so schöne Augen, weißt du, was ich meine? Die muss man betonen! Ja, komm! Ich schwöre, du hast so schöne Augen, ja, ganz ehrlich. So. Mister, die Melissa hat richtig Bock da drauf, ja. Sie freut sich richtig. Da haben wir doch noch was gefunden.
so einen schönen Glitzer-Eyeliner. Ein Glitzer-Eyeliner, wow. So, aber ich kann auch gleich sagen, mein Eyeliner-Strich, den muss ich jetzt echt, der muss jetzt richtig, richtig ruhig bleiben. Ich bin nicht so gut daran. Warte. Machen Sie es einfach so, dass es ein bisschen kann, weil es nicht so erst passen. Special geschminkt ist. Weißt du, was ich meine? Ich schäme mich gerade so unglaublich, ne? Warte, Augen zu. Jetzt hier noch ja, irgendwie ist das voll schlecht, ne? Weil da sieht es irgendwie intensiver aus. Wirklich? Ja, schau mal hier. Komm, schau mal die Seite, dann schau mal die. Ah, das ist ein bisschen doller. Ja, das ist ein bisschen leer. Warte. Achtung, runter. Oh nein. Oh Mann, das hättest du trocknen lassen müssen, bevor du das Auge zumachst. Guck mal, mal ein bisschen zu. Das ist jetzt so ein bisschen hochgerutscht. Nein, du darfst nicht so zuknicken. Weil dann geht es da oben ran. Oh, okay. Okay, warte ganz kurz. Ich fahre mir erstmal. Ich finde, jetzt ist es ja gerade noch mal grenzwertig. Jetzt ist das noch okay. Weil wir jetzt in so einem Beauty-Laden sind, so, ne? Fällt ja gar nicht so krass aus, so. Aber gleich durch das Alexa zu gehen, ne? Ey, Freunde, ich hoffe, ich werde nicht erkannt, Alter. Das wird ja, was denken dann denn die Leute von mir? Ich habe eine ganz, ganz tolle Idee bekommen. Nämlich machen die Leute sich heutzutage immer so ein. Die machen so irgendwas. Die machen das so ein bisschen. So wie ein nasser Lidschatten. Achtung. Scheiße aus, man ist ja. Mann, ich bin ja echt nicht gut da drin, ne? Aber, Achtung. Aber ich finde, dass du dich schon echt sehr gut schminkst, ne? Ja, mich. Ich kann es bei anderen nicht so gut. Nur bei meiner Schwester kann ich es, weil ich da geübt habe. Okay, warte. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weißt du? Oder? Schau dir das mal im Spiegel. Sieht das nochmal ein ganz Stück anders aus. Warte, wir machen das noch ein bisschen anders. Wie ich aussehe. Nein, das geht noch voll klar. Das geht noch voll klar. Du musst, wo muss man denn? Guck mal hier hin, am Ende, den Finger da. Ja. Guck den Finger an. Okay. Ich sehe aus wie eine Nutze. Na. Wie eine billige Nutze, noch nicht mal eine edle. Digga. Digga. Was ist das für eine Nutze? Oh mein Gott. Warte. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Das ist hier. Du hast ja sehr volle Augen, war das Ding. Guck mal. Oh, die hast du aber ganz gut gemacht. Ja. Das geht schon klar, ne? Warte mal, hier ist so ein Augenbrauen. Das ist eklig. Das ist nicht so schlimm. Das kann man so. Was ist das? Ein bisschen glowy. Chloe. Mein Gott, Melissa, fick dich so hart. Oh mein Gott. Das ist Highlighter? Ja. Oh mein Gott. Okay. Seht ihr diesen Glow, liebe Freunde? Oh mein Gott.
ist das? Die sind ein bisschen Lippenstift. Der passt aber zum zum Lidschatten. Ja. Ja. Okay. Ich kann dich nicht bewegen. Okay, ich versuche erst zu bleiben. Ja. Ja, der riecht aber gut. Das riecht gut, ne? Schon irgendwie ein bisschen eklig mit diesen Testern, ne? Aber. Weißt du, das denkt sich jeder, deswegen ist es gar nicht so eklig. Die dachten sich gerade auch so, oh mein Gott. Wo ist aus dieses Deutschland? Warte, das brauchst du nicht machen. Okay, und jetzt können wir das dann. Wenn willst du den lieber als glossy haben oder lieber als matten? Ich würde ihn lieber als matten haben. Okay. Warte. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Aber eigentlich im Endeffekt, okay, ich versuche mir jetzt gerade ein bisschen gut zu reden. Im Endeffekt ist das auch ganz gut, weil dann könnte ich ja jetzt mal heute im eigenen Leibe erfahren, wie es so drauf, wie in Berlin so drauf ist wegen Homophobie und so. Also die Leute, die mich gleich irgendwie anspucken sollten oder so. Dann können wir ja gleich mal gucken, wie das so ist. Ich habe gerade gesagt, um mir das ein bisschen schön zu reden, es ist ein gutes Experiment, um mal zu schauen, wie homophob Berlin ist. Und zu schauen, wie die reagieren, weißt du? Ah ja, stimmt. Siehst du, es ist schon ein gutes Projekt für das. Was ist das jetzt? Rouge ist das, glaube ich. Du glaubst, das ist Rouge? Ja. So, every other girl can go home. So, und wir können jetzt auch noch. Was kann man da noch machen? Warum ist das so? Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Glow auf meinem Pickel. Das ist nice. Ich weiß nicht, also wenn, dann müssen wir schon übertreiben. Haben die hier nicht Fake Lashes oder so, dass man so richtig übertriebene nimmt? Das können wir halt kaufen, aber ich glaube, die hat ja keine Lashes. Habt ihr gesehen, wie die Frau mich angeguckt hat? Was? Die Frau hat mich da angeguckt, so, oder? Was geht denn bei dem ab? Sollen wir deine Nase kontrollieren? Ja, aber das ist dein, du musst, also, ja, sie geht einfach. Nein, ich möchte jetzt nicht in ihre Arbeit reinfuschen, weil im Endeffekt, wenn sie mich jetzt ganz schlimm, was das ganz übertrieben schminkt, darf ich auch eine ganz übertriebene Aufgabe ihr stellen. So, ne? Dann muss sie das natürlich auch machen. Deswegen lasse ich jetzt mal alles mit meinem Nacken, Freunde. Ich meine, schlimmer geht's ja eigentlich auch gar nicht. Und dann würde ich gleich Melissa richtig penetrieren. Aber was soll das für eine Aufgabe? Das muss übertrieben peinlich sein. Das muss richtig peinlich sein. Ey, Mann, die sind voll nett hier. Ich schwöre. So, Kiko ist ein guter Laden. Die Mitarbeiter hier am Arzt, die sind voll nett. Lass uns hier einfach so schminken und so. Und die ist nicht mal böse zu mir. Ich weiß, normalerweise sind die dann doch mal so gemein. Ja. Ich glaube, die haben gleich Feierabend und haben einfach keinen Bock auf Diskussionen. Okay, ich kann jetzt noch ein bisschen. Ich kann ja auch nicht so. Ein bisschen spät, aber. Hm, so spät gibt's eigentlich nicht. Boah, ich hab eine Aufgabe. Oh mein Gott, ich hab eine Aufgabe. Okay. Die ist aber nicht im Alexa, die ist draußen. Wo ist draußen? Und das ist sehr asozial. Okay, aber nicht zum Ausziehen oder irgendwas. Nein, okay. Nein. Ich will meine Coach halt behalten hier, ja. Aber es ist schon hart. Okay. Warte. Entschuldigung, haben Sie einen Vollstift? Habe ich einen Vollstift für dich, ja? Ich brauche halt. Oh mein Gott. Nee, ich habe nur so ein Tuch hier. Nee, ich brauche einen Vollstift. Nee, das habe ich leider nicht.
kriegt ja so eine krasse Jacke. Meinst du? Was denn? Warum der Hund so eine krasse Jacke kriegt, weil er krass ist. Ja, selber ich. Okay. Haben die gebellt? Ja. Haben die gerade Enzo angebellt? Oder wollen wir welche mit nach dem Revier markieren? Ja, was? Warte kurz. Melissa's Contouring. Melissa's Ich habe jetzt keine Lust, den Pinsel zu holen. Sieht so billig aus, man. Sieht aus wie eine billige Mütze. Nee, das ist auch nicht besser. Ach, Timmy, hab dich lieb. Ich dich auch. Enzo, was macht die Melissa hier mit mir? Ich will dich nicht mehr angucken. Oder doch? Okay. Eigentlich siehst du gar nicht so schlecht aus. Ja, es geht, aber was ist das hier? Was denn? Diese, das hier? Ja, das ist so gemalt. Das muss so. Das muss so. Ja. Das ist so. Ey, sieht richtig billig aus. Gar nicht. Eigentlich ist es sogar nicht so unnötig, wie es hat duschen. Dann sind wir aber fertig, glaube ich. Ja. Okay. Okay, die Aufgabe, die ich gerade hatte, war ein bisschen zu krass. Ich wollte damit, dass du Obdachlose das Geld klaust. Oh nein, das ist ja asozial, das ist ja gemein. Das ist todesgemein. Da dachte ich auch nur so, okay, das kann ich jetzt nicht nehmen. Deswegen überlege ich hier gerade nochmal. Oh, scheiße. Mit Melissa kannst du gerne ein Bild machen. Du siehst mir? So schön aus. Dankeschön, aber ich fühle mich nicht so schön gerade. Ja, also, aber eigentlich müsstest du jetzt auch so cool sein und Fotos machen. Ja, okay. Ja, komm, los, komm. Scheiße, ey. Melissa fickt dich wirklich jetzt. Ich find's echt krass, Alter. Wir haben den gerade ein Video bisher und. Nee, ich mach's eigentlich auch Spaß. Ja, deswegen haben wir jetzt hier gerade ein Video. So, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war Teil 1. Und nächste Woche geht's weiter mit Teil 2 auf Tims Kanal einfach.timmel.